hier könnten wir noch und hier noch. Von mir ist auch hier. Problem ist halt nur, wenn keiner so richtig hier wohnen will, dann kann ich mir Mühe geben, wie ich das möchte. Dann kommt ja trotzdem keiner her. Aber in der Zeit, wo wir noch auf ein paar Menschen warten, können wir uns ja schon mal... Jetzt brauchen wir das wieder. Und das... Könnten wir uns ja schon mal mit... dem Mod für die Kreuzungen beschäftigen, den ich mir installiert habe. Das können wir sofort tun. Fällt mir auf, ich könnte hier immer noch die Gebiete umstellen, ne? Das machen wir gleich mal. Was hier oben die Oberleitung soll, weiß ich aber auch nicht. Zack und zack. Halt. Der hier. Den wollte ich haben. Genau, und hier, das wären auch andere Commercials. Nämlich die schön teuren. Hier oben haben wir noch einen Park. Und ja, die Kreuzung ist eigentlich auch so blöd einfach. Naja, gut, egal. So, wir... unterbrochene Stromnetz. Ja, die haben gerade wirklich ein unterbrochenes Stromnetz. So. Und so. Dann lassen wir jetzt das Gebiet mal so ein bisschen neu entstehen. Und weil wir das gerade neu entstehen lassen, auch gleichzeitig nochmal ein Straßen-Upgrade für zwischendurch und hier oben geht es gerade noch nicht wirklich. Und hier auch nochmal. Gut, dort oben lassen wir es mal wegen der U-Bahn-Station. Aber an sich ist es von, ist so erstmal nie verkehrt. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau, der Mod für die Kreuzungen. Oh, wir haben ganz schön jetzt Leute verloren dadurch. Der Mod für die Kreuzungen. Oh, nur Momente. Jetzt will die Industrie mehr. Dann machen wir erstmal kurz Industrie, bevor er uns voll meckert. Hier zum Beispiel. Einfach hier so ein kleines bisschen heile Welt reinballern. So. Ein bisschen blöd mit der Kreuzung. Machen wir hier. So. Und so. Hier unten machen wir nochmal Polizei. 5%. Ja, eine kleine... Wie kostet der hier? 192, 480. Der hat 4, der hat 10. Ach, wir machen hier einfach mal so einen kleinen hin. Kranken, machen wir eine kleine Klinik, hiervon ein bisschen, Feuer, ja, warum nicht, ein bisschen Feuer bekämpfen tun wir auch, so, und für alle guten Dinge noch einen kleinen Park, und zwar den hier, so, haben wir einen ganz kleinen Park hingebaut und jetzt... kommt hier Industrie. So. Und hier drüben, die freuen sich auch alle wie verrückt. Das ist sehr gut, dass sie sich alle freuen. Bilden sie mehr Bürger. Da müssen wir auch nochmal schauen. Aber das machen wir gleich. Genau, wir haben jetzt hier oben ja auch noch die neue Straße.
die ich auch sehr gern hier noch mit anbinden möchte. Einfach so ein bisschen als Umgehungs-, Entlastungsstraße, was auch immer. Und hier oben kann ja auch noch so ein paar Bürogebäude hin oder andere Gebäude, Gebäude. Alles hat hier oben Platz. Wo soll es denn sonst auch hin? So, machen wir hier nochmal eine Straße in beide Richtungen. Und weil sich die Industrie auch drüber, die Industrie und auch die Bürogebäude drüber freuen. Ah ne, wir haben ja sogar schon was geupgradet. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge gemacht, ne? Schön. Muss ich es jetzt nicht tun. Kann nämlich hier oben zum Beispiel auch erstmal, also hier, kann noch Industrie hin und hier. Hier oben die Straße hat komplett Wasser, ja. Hier oben, das lasse ich noch frei, dort würde ich dann eigentlich gern ein Shoppinggebiet nochmal hinmachen. Für die modernen Bürger von heute. Und hier hinten wäre eigentlich auch nochmal eine Brücke ganz interessant. Räumung beendet. Dann verrücken wir den Friedhof. Ist denn hier oben? Ah, schade. Hier oben würde er passen. Hier leider nie. Hier rein. Ah, nee. Oben, ne, dort oben haben wir schon was. Direkt an der Autobahn, ne, wobei es so ein bisschen böse. Ist ein bisschen böse, ich gebe es ja zu. Ja, am Bahnhof, na, nee. Das ist ja noch Industrie. Ach, komm, machen wir dorthin. Räumung beendet, so. Bäm. Können dort erstmal wieder Leute rein. Da oben machen wir dafür einfach mal so ein Ding hin. Bisschen in den Wald rein, zack. Genau, und hier wäre, wie gesagt, nochmal eine Brücke interessant. Wie die sich hier so verhält. Muss nur mal schauen, ob das hier von der Länge... Oh ja, das reicht. Wobei, nee, da haben wir ein Problem mit dem Gütergleis. Das kann ich von der Seite hier noch nicht austun. Hm, wir machen es mal von hier. Mal hier ungefähr mittig. So. Haben wir hier irgendwo eine dicke Straße? Eigentlich gar nicht. So. So. Ich würde eigentlich fast sagen, dass das hier eine Hauptstraße wird, weil die nochmal so ein bisschen mittig ist. Erstmal so. Erstmal so. Genau, hier oben an den Rand Commercial. Commercial. Zack, zack, zack. 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 Machen wir erstmal so. Schon wieder Leute weg. Hm. Nicht schön. Die Straße braucht hier nochmal Wasser. Zack. Wie sieht's da aus? Abwasser brauchen wir wieder ein bisschen. Sollte es jetzt eigentlich gleich besser aussehen. Jo. Abwasser sieht wieder besser aus. So, wo war ich? Hier oben. Dann legen wir hier nochmal ein paar kleine Straßen und nochmal eine kleine Straße daneben. So. Oh, die passt perfekt. Das nenne ich einfach Skill. Wobei, nee, es ist einfach Glück. Skill ist was anderes. So, brauchen wir hier oben Dienste. Klinik. Nee. Feuerwehr. Ja. Eine Feuerwehr brauchen wir tatsächlich. Bauen wir mal hier oben. Polizei. Nee. Bildung machen wir, wie gesagt, gleich. Okay. Dann
dürfen hier jetzt auch Leute einziehen. Gut, hier unten mal... Ah, doch, komm. Ich nehme nur noch mal ein paar Quadrate weg. Das machen wir mal so, dass die nicht direkt an der Bahn sind. Ich meine, ganz so nah dran muss wirklich nicht sein. Ah, jetzt kann ich jetzt noch die Straße upgraden. Das hat man ja noch nicht gemacht, weil ja noch der Friedhof im Weg war. So, den Achter, das ist noch ein Park. Na, hallo Park. So, du ziehst mal samt Leute um, die jetzt alle hinterher rennen. So. Haben wir nämlich jetzt hier wieder Platz. So, jetzt könnten hier auch Leute einziehen, wenn sie das denn wollen. Wie sieht sie oben aus? Commercial Building an der Straße. Ist da und die Straße wird auch so ein bisschen... Na gut, die wird von den Zulieferern hauptsächlich genutzt. Vielleicht noch ein bisschen zum Parken. Ziehen wir hier mal noch die Reihe zu. Es werden immer weniger Leute. Leute, was macht ihr denn hier? Industrie, die wollen an sich Industrie haben. Dann sollen sie Industrie bekommen. Und ja, die LKWs fahren wirklich auch in einer Tour rein und wieder raus. Das finde ich gut. Der Autobahnanschluss sieht auch gut aus. Eigentlich müssen die auch nochmal was bekommen, was dann hier unten rangeht. Also nicht die, die ins zum Einkaufen, aber hier unten ran. Aber na gut. Ja genau, wir brauchen ja 65. Oh. Das wird ein bisschen schwierig mit dem 65. Ja, wir wollen nämlich gerade nicht wirklich welche einziehen. Ich habe ja ganz viele Wohngebiete ausgeschrieben. Dürften auch gern alle genutzt werden. Machen wir mal noch hier einmal. Aber, na gut, ein paar Fahrzeuge nutzen das schon. Ich will hier mal ganz kurz... Und mal schauen, wie das aussieht, wenn man hier so direkt die Gleise daneben hat. Sieht eigentlich ganz schön aus, wenn man dann hier später mal so Güterzüge langfahren hat. Könnte schön sein. Könnte man zum Beispiel auch hier unten das Industriegebiet da oben nochmal mit anschließen, dann könnten vielleicht auch ein paar Züge noch oben lang fahren. Ich frage mich dann halt nur welche, das knarren wir mal im Schrank. Ich frage mich nur welche das dann wäre, die das nutzen. Wir verlieren immer noch Haufen Leute. Ich glaube, wir verlieren gerade die ganzen Alten. Bevölkerung, toll. Ja, Gesundheit. Gesundheit, Geschwundheit. Mhm. Öffentliche Verkehrsmittel werden genutzt. Das ist formidabel. Bildung, Grundschule, Oberschule. Oberschule. Mein Gott, das ist mein Deutsch. Ja. Oberschule braucht man. Zum Beispiel hier. Eine Oberschule. Freuen sich die Leute. So. Kapazität 9900. Vielleicht auch einfach... Na gut, hier nicht. Hier an der Kreuzung. Freuen sich auch hier die Leute. Und es wollen trotzdem nicht mehr werden. Wobei, hier sind schon zwei Häuser dazugekommen. Die Straße hat sich aufgebaut und immer noch schreien die Leute nach Shopping. Also ganz werden wir das Bedürfnis, denke ich, überhaupt nicht erfüllen können. Das möchte ich aber auch gar nicht. Aber halt so ein bisschen. Hier sind die Leute krank.
War ist denn hier die nächste Klinik? Dort unten sind welche, oben ist auch gar keine. Bauen wir hier mal eine Klinik. Was haben die? Kranke Bürger. Ja. Na los, dann rückt aus. Da sind Menschen krank. 252. Gut, die Busse, die fahren fröhlich vor sich hin. Auch in beide. Ah ja, genau, der Ampelmod. Ich wäre ja völlig aus dem Konzept gebracht. Man merkt es vielleicht ein bisschen. Und zwar kann man damit Ampeln. Also ich zeige es euch gleich mal an der Kreuzung hier. Die Kreuzung hat jetzt Ampeln und wenn ich jetzt draufklicke, schwupps, sind sie einfach weg. Das ist eigentlich der ganze Sinn an Kreuzungen, wo sich Ampeln einfach nicht rechnen, kann man sie entfernen. Und das ist zum Beispiel so eine Kreuzung. Wo es einfach so ein bisschen stört. Hier zum Beispiel wieder nicht. Aber auch hier, ich meine, hier fahren auch kaum Autos hoch. Die hat keine Ampeln. Also es sind halt solche Kleinigkeiten, wo man einfach das ein bisschen erleichtert. Zum Beispiel hier könnte ich die jetzt auch wegmachen. Muss sie nicht sein. Wir schauen da jetzt einfach mal. Wir bekommen Leute dazu. Sehr gut. Wir schauen dann mal auf unsere Verkehrskarte. Wo es sich denn immer so staut. Hier oben. Oben staut sich also. Weil hier eine Ampel nach der anderen Ampel ist. Oh. Aber auch die LKWs hier oben verstopfen ein bisschen. Hier muss eine Ampel hin. Hier nicht. Hier nicht. Ah, hier die Ampel, die muss sein. Was hier oben so am Verkehr rauskommt, ist viel. Und die Straße sollten wir vielleicht auch mal auf eine dreispurige hochleveln. Da können die sich ja ein bisschen mehr einordnen. Gut, nee, die ordnen sich ja nicht ein, sind ja alles Rechtsabbieger. Das hier ist ja nur der Autobahnzubringer hier rein. Die könnten ja auch hier außen rum. Und zwar mal hier oben Neuwaschnitz, ne? Also hier den Stadtteil. Den würde ich im Moment gern erstmal erweitern. Nehmen wir erstmal den hier. Noch auf... Sagen wir auf dieses Gebiet mit so ein bisschen Fluss. Also quasi hier so. So, dann könnten wir nämlich jetzt sagen, bei Richtlinien, bei der Stadtplanung, Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Verbietet starkes Verkehrsaufkommen in einem Gebiet, also wie zum Beispiel hier eine Überschnitz. Und schwere Transportfahrzeuge sind nicht gestattet und es hat aber keinen Einfluss auf die Autobahn. Das heißt auch, die werden hier nicht mehr durchfahren. Die werden dann außen rumfahren, wie sich das gehört. Und genau das möchte ich auch hier rein haben. Gut, hier ein Hochhausverbot. Das, ja, muss hier nicht sein. Genau, wie man hier sieht, wir haben hier einen Haufen Senioren, das heißt, ja, ist immer so ein bisschen blöd zu sehen. So, aber erstmal hier das Verbot für starkes Verkehrsaufkommen, das dauert eigentlich immer ein Stück, bis die alle hier von den ganzen Straßen auch runter sind. Aber da wird dann hier eben die Ausfahrt mehr genutzt. Wo wir auch gleich wieder zurück sind, hier die Ampeln. Hier. Die wollen sich ja einfach alle nur einordnen, das ist hier an der Stelle wirklich sinnlos. Zum Beispiel hier auf der Autobahn kann ich eine Ampel hinmachen. Bringt nichts. Auch hier, nee. Die ganzen Ampeln hier. Oh. Genau hier. Ja. Keine Ahnung, was er jetzt wollte. Die ganzen Ampeln hier unten könnten weg. Dann läuft der Verkehr hier viel reibungsloser.
Ich denke, das ist auch dringend notwendig. Hinten möchte ich die auch weg haben. Und hier vorne muss die aber hin. Genau, dafür kann sie aber auch hier und hier weg. Geändert ist es ja zum Glück schnell. Aber so zum... Genau, hier oben kommen jetzt auch gerade keine LKWs. Und fast keine LKWs mehr her. Fahren dann jetzt hier alle schön brav außen rum. So wie sich das für den kleinen LKW gehört, der ganz lieb ist. So, wir bekommen meinen Bürger dazu. Das finde ich sehr schön von den Bürgern. Ja, so ein paar Leute kommen hier dazu. Sie haben sich hier dann schon ein paar eingefunden, auch ein paar Leute eingefunden. Und auch hier oben, was wir weggemacht haben, ja, da kommen jetzt so die ersten Leute wieder hin. Das ist ja schon mal ganz schön. Wie sieht's hier mit dem Shoppen aus? Wird benutzt. Der Fußgängerüberweg auch. Dass die Leute einfach auch mal auf die andere Seite können und auch hier das wird benutzt. Das ist schön, da freue ich mich. Moment mal, ganz kurz. Gucken, wenn jetzt mal jemand lang geht. Man kann ja zum Glück auch bei Personen hier in First Person. Wir laufen jetzt einfach mal mit. Wenn ich jetzt hier mal ganz kurz auf 1 gehe. Ist ja langsam, aber wir haben Zeit. Und die Stadt mal so aus Sicht von nur so einer Person zu sehen, ist auch mal sehr interessant. In der Zeit, bis wir erstmal wieder 64.000 Leute erreicht haben. Aber jetzt ab und zu auch mal Bedarf da, das sieht ganz gut aus. Na, ein bisschen schneller mal. Sonst sind wir morgen ja noch nicht fertig. Der Leichenwagen. Der Herr in Schwarz. Aha. Ah, die Loba-Residenz, da war sie doch schon da. Ja, da können dann die Leute auch mal zu Fuß shoppen gehen. Warum denn nicht? Oh. Jetzt sind die Leute schon wieder alle weg. Ich verstehe es manchmal nicht.